Ich könnte erraten. Was erraten? Dass Ihr Name, Ihr wahrer Name, gar nicht Raoul de Limessy ist. Nicht möglich. Die Initialen in Ihrem Hut wären sonst nicht HV. Es sei denn, Sie trügen den Hut eines Freundes. Und was bedeutet Ihrer Ansicht nach dieses H und dieses V? Horace Valmont? Ich bin diesem Namen einmal begegnet. Er ist eines der vielen Pseudonyme, hinter denen sich Arsène Lupin verbirgt. Dann wäre ich also Arsène Lupin. Aber woher denn? Ich habe Ihnen nur gesagt, welche Erinnerungen die beiden Buchstaben in Ihrem Hut in mir wecken. Im Übrigen, nehmen Sie doch ein Schokoladentörtchen. Sie sind vorzüglich. Und jetzt lassen Sie mich schlafen. Aber wir werden unsere angeregte Unterhaltung doch nicht schon abbrechen, Miss Bakefield. Sie sehen, ich kenne Ihren Namen. Der Angestellte von Cook auch. Ich bin besiegt. Sie sind nicht nur schön, Sie sind auch klug und geheimnisvoll. Da gibt es kein Geheimnis. Ich heiße Constance Bakefield. In Nizza treffe ich meinen Vater, Lord Bakefield, zum Golfspielen. Ich beherrsche jede Sportart und arbeite als Journalistin, um selbstständig zu sein und mein eigenes Geld zu verdienen.